bad, huh? But now we can get down to biz. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Hello. Ja. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit. Let's do this. Lass mich doch erstmal lesen, Junge. This way. Ich habe übrigens die Sensitivität ein bisschen eingestellt. Ich habe auch das Gefühl, der ist nicht mehr ganz so schnell. Obwohl, naja, doch, ist immer noch ziemlich. Muss ich hier drücken? Hallo? Wo müssen wir denn hin? Hallo? Man macht er selber, okay. Oder er hat es jetzt angenommen, ich weiß es nicht. Achso. Targets Sandra Dorset. Targets Biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Ja. Dann geh mal vor. Looking for 1237. 1237, okay. But I got zero eyes on her biomon. Fingers crossed it's not too late. Is that you? Ugh, I hate this life or death shit. Hurry. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, G? Ja, machst du auf oder soll ich aufmachen? Um mit dem Quick Hack zu beginnen. Achso, sieh ein Gerät an und scanne es. Soll ich hier irgendwas hacken? Aha. Okay. Nee, jetzt hab ich ihn quasi gehackt. Öffnen Remote-Deaktivierung. Noch Essen nehmen. Ich hab Hunger, ich hab doch nicht gefrühstückt. Woher soll ich das wissen? Ich bin hier gerade was am Untersuchen. Moment. Hier liegt auch noch was. Das ist ein bisschen umständlich, das zu nehmen irgendwie. Was ist das denn hier? Hier liegt da auch noch was. Ein Aschenbecher. Den sollen wir auch mitnehmen? Okay. Ich rauche zwar nicht, aber gut, nehmen wir den mal mit. Wo sind wir denn? Oh. V, head in the game. Check if that's her. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Okay, was stand da gerade mit überraschen? Ach so, untersuche den Körper der Frau. Ach so. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corporal Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky girl. Let's keep looking. Lebensnotwendige Cyberware fehlt, okay. Und sie hatte einen Herzstillstand. Könnte natürlich jetzt an der Cyberware liegen, die fehlt. Mira, eyes up. The nails are hit. Drop it quietly. Keep it calm. They'll spot us. Das war, glaube ich, jetzt nicht so leise. Oh. Scheiße. Ja, schießt du doch auch mal auf ihn. So. Kommt da noch mehr? Okay, anscheinend nicht. Was willst du von mir? Wo bist denn du überhaupt? Das ist noch eine Leiche. Okay.
Neutralisiere alle Gegner, finde Sandra Dorset. Ich sehe, also da hinten, die sind neutralisiert. Kann man hier durch? Nee, oder? Natürlich will er nur reden. Wir wollen auch nur reden. So, scannen wir einfach mal ein paar Sachen, keine Ahnung. Da hinten ist auch noch was. Was bist du denn? Cyberware. Okay. Habe ich von gehört, damit soll man sich wohl ein bisschen aufmotzen können, also stärker machen können. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Come on, cabrones! I'm here for you! Was? Was? Was willst du von mir? So, hier haben wir auch noch was zum Nehmen. Wer ruft denn da jetzt die ganze Zeit? Was willst du jetzt von mir, Junge? Ich bin ja erstmal am Einsammeln. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich muss mich ja erstmal überhaupt mit dem Spiel so ein bisschen anfreunden, ne? Die Toilette muss mal geputzt werden und so. Ich meine, irgendjemand muss das ja... Ja, klar. Aber ich kann ihn nicht scannen, das ist irgendwie seltsam. Stell dich doch nicht hier in den Weg, du Trottel! Also irgendwie sieht man so nicht allzu viel. Junge, geh mir mal aus dem Weg raus! Echt, ey. Aua! Boah, das geht aber langsam hoch mit dem... mit der Heilung. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Was habe ich mit dem Strand zu tun? Och Leute, ernsthaft? Der Punkt ist direkt auf dem drauf und trifft den nicht. Was soll denn das? Oh, da ist noch einer. Okay, den kann ich nicht markieren. Fang du doch an zu tanzen, Junge. Zeig dich mal, du Feigling. Geht doch. So, der eine Schlaffi ist noch dahinter. Komm raus. Hat er ihn? Hm. Geht doch. Wer schießt denn jetzt hier auf mich? Da hinten ist noch einer. Bueno, ¿qué chingados estás esperando? Hallo, so war doch markieren, oder nicht? Doch. Achso, ich habe ihn schon markiert, okay. So, hast du jetzt davon. Können wir jetzt endlich mal die Sachen hier mitnehmen? Ja, ich sammle gerade schon. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich jetzt überhaupt die anderen Pistolen... also hier, ich habe ja eben Maschinengewehr oder irgendwas, hatte ich ja eben auch eingesammelt. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich die jetzt ausrüsten kann. Das wäre natürlich schön gewesen, hätte man mir das mal erklärt. Was wird das? Hä? Hä?
So, erstmal alles einsammeln. Hier ist auch noch was. Der hat auch noch was, glaube ich. Ich glaube, bei denen... Ach, dem habe ich die Schuhe geklaut. Wie geil. Ich komme mir gerade vor wie auf der Straße hier. Okay. Maschinenteile. Nee, ich habe dem ein... Ich habe den nackig gemacht. Hier, ich habe dem Oberteil geklaut. Okay. Haben wir denn sonst noch irgendwas hier, was wir einsammeln können? Eigentlich nie. Doch, da. Da kann ich so nicht durch wahrscheinlich, ne? Können wir das auch mitnehmen? Hallo. Cool. Okay, das nehmen wir mal mit. Ich meine, warum soll man den Typen am Leben lassen, ne? Das ist ja Quatsch. So, wo ist der? Ach, der steht da hinten. Okay, ich sehe schon. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Kerl denn jetzt schon wieder hin? So. Ganz schicke Lederjacke, so wie es aussieht. Okay. Ich hoffe, wir können unendlich viel mitnehmen, weil ich jetzt mal einfach alles grapsche, so in gewohnter Manier. Neuer Splitter, der Tag, an dem der Tower. Okay. Hier kann man nichts mehr nehmen. Ach, oh! Was hab ich denn für ein schickes Kerlchen in der Hand? Uiuiuiui. Okay, dann lass uns mal weitergehen hier. Ich hoffe, der hat auch unendlich Schuss. Jesus fucking Christ. Die soll ich unter... Shit, wie? Ich dachte gerade, die hat gezwinkert. Ja, schmeiß weg, genau. And I got her. Got her target. We make it? She alive? About to find out. V, jack into our biomon. Need to know what we're dealing with. Die lebt noch. This does not look good. Jacking in. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platinum. Platinum? Shit. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neuroport. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the biomon. Is that even safe? Can't we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that biomon working, checking for hemorrhages, whatever. Find that shard and yank it. Okay. Found the Deine shard. Verantwortung. We're moving now. Check the biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Pobrecita. Let's get her off that ice. Ja, halt mir den Rücken frei, ne? Aber das brauche ich dem hoffentlich nicht noch extra zu sagen. V, need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Catch, Chica. I think. Holy shit, it worked. Fuera, Chica. Get her outside. Ja, hallo, und der andere? Den lassen wir einfach hier liegen, oder wie? Ich dachte, das kann ich nachträglich noch sagen. Wo soll ich denn mit dem hin? Ich muss aufpassen, der Kopf von dem einen Typen liegt auch noch hier irgendwo. Ja, und jetzt? Wie lege ich die jetzt wieder ab? Was bist du denn? Was ist denn der Türbereich? Achso, stay away. Oh. Hier, ich hab eine Fastleiche. Nehmt ihr die mal? Ja, wie denn? Leute? Achso. Ich
Ich kann F drücken, obwohl nicht F drin stand vorher. Okay. Das wird zu Arschloch von mir. Ich habe dir gerade das Leben gerettet. TT-133 to control. Patient NC-570442 secured. Stimulus being administered. Was bist du für ein Wichser hier? Nimm mal deine Kanone runter. Ich glaube, Takt? Was war das denn gerade für eine Aktion? Erklär mir das mal. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Ja. Cutting my wires now. See you in the near future. Und die andere Leiche? Listen, G-Cap, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Huh. I got a date with Misty, but I can't take the metro. Sag mal nie, oh, they're gonna look for me. Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Alles meins. Warte, ich komm. Drück schon mal bitte. Almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. Will man einmal einen Schluck trinken? Drücke T, um auf das Telefonmenü zuzugreifen. Okay. Wakako sollte ich anrufen, ne? V, how did it go? Our client is alive and well. Das wüsste ich auch gerne. Of course she's alive and well. It's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Also ähnlich wie aktuell in Deutschland, dass man zu einer speziellen Uhrzeit nicht mehr auf die Straße darf, ja? NCPD is gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in fifth. Leave it to me, Chica. I'm driving. Ja, mach das. Da bedanke ich mich sehr bei dir, weil aufs Autofahren habe ich echt keine Lust. Nicht mit Maus und Tastatur. Jackie? Ach, du bist schon drin. Dann fahr mal. So, perfekt. Fährt zwar ziemlich langsam. Wo fahren wir denn hin? Wir müssen uns mal so ein bisschen die Stadt hier ansehen. Das ist ja richtig abartig irgendwie. So. Alles ziemlich Downtown irgendwie. City like any other. Just bigger. No, Chica. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. Ja, wenn du meinst. Mir sagen die Namen alle nichts, aber. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, you're locking down Watson, remember? Oh shit. You're right. Is it just me or oh, fucking know it? Oh, nicht schon wieder. I don't like this being. Not one tiny bit. Scarf! Hijo de puta! Fucking drive, Jackie! Come on, V, shoot! Hallo, warum kann ich nicht schießen? Keep her steady! Hold tight, V! Chingada madre! Mierda, perdón! Ja, genau, schieß auf den eigenen Wagen. Ja, komm. Ey, der ist mich hier voll am Anschreien, dabei habe ich die Leute schon erledigt.
Ich habe anfangs allerdings versucht, die große Waffe wieder in die Hand zu nehmen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß auch nicht. Hm. Die ist mir zwar unten angezeigt worden, ich habe auch versucht zu wechseln zwischen 1, 2, 3, aber irgendwie, weiß ich nicht, funktionierte das nicht. Oh Gott, ich glaube, wir haben eine Sperre. Ich sag ja, Lockdown. Damn. Pulling out all the stops. What does the lockdown to further notice? Necessary security measure. Officer, ma'am. Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What did that make you so special? A heart of gold? Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. Hmm. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Let them through, but they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. Ich dachte, ich wäre sozusagen sein Mädchen. Aber so geht's auch. So you can be nice when you feel like it. When am I not nice? always. I'm always never not nice. Was sind denn hier für Bodenwellen? Hallo? Okay, also oben war jetzt gerade ein Stern auf meiner Karte. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet hat. Aber wir machen mal mit der Quest hier weiter. Oh oh. Badges. Black Stack. NCPD's apex predators. MTAC rolls in when things fly out of hand. Gonks out there, though. Just a midday snack for them. Well, yeah. Show's over. The poor bastards. So was passiert, wenn wir die Merkel an der Spitze haben. Die Frage ist jetzt, wir können auch die Reise überspringen, sehe ich gerade. Aber eigentlich finde ich das schon ganz interessant, was hier alles so abläuft während der Fahrt. Und er scheint auch da zu sein. Not likely to make it back to Haywood now. TLV? They'll let me through. Sure about that? Oh yeah, I'll play nice Jackie again. Junge, kein Thema, du kannst auch bei mir auf der Couch pennen. Ich meine, offensichtlich haben wir ja schon viel miteinander durchgemacht, ne? Wir haben Leute ermordet und gefeiert, also beziehungsweise sind in die Disco gegangen, was man da alles so sehen konnte im letzten Video. Na gut. Tell Misty I said hi. I will. Hasta luego. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Hause, ne? Ich hoffe, wir erleben jetzt hier keine böse Überraschung. Weil das sieht mir nicht gerade wie der netteste Ort aus. Kriegt man jetzt hier überall nur noch Werbung oder was? Macht er das mal zu oder muss ich das selber machen? Hallo? Okay, ich muss das selber machen. Bye. Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deeds. Okay. Ein Job von T-Bug. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat, ist ein wichtiger Schritt. Was auch immer das für ein wichtiger Schritt ist, darf man mal wieder nicht lesen. Vielen Dank dafür. Ich denke mal, ich muss hier raus, oder? Was seid ihr denn für Gangster?
Ihr gefällt mir so gar nicht. Okay. Ihr seid nur Mitbewohner, ich dachte schon. Oh, stupid gates busted again. Third time. Paid to get it fixed the last two. Gotta be some kind of scam. Gonna have a word with the super. Oh yeah. Ja. Wo wohne ich denn hier? Hallo? Oh mein Gott. Da ist mein... Ja, dagegen habe ich doch ein recht gutes Luxus-Apartment hier, oder? Wirf einen Blick in dein Waffenlager. Ja, ich möchte erstmal hier einen kleinen Blick drüber werfen. Oh, ich scheine viele Pakete zu bekommen. Okay. Was war das? Irgendwas, was ich mitnehmen kann. Bounce Pack oder sowas. Okay, was haben wir denn hier? Dusche, Toilette. Okay. Sieht doch ganz nett aus. Hinlegen können wir uns auch. Machen wir aber erstmal einen kleinen... Wir werfen erstmal einen kleinen Blick in unser Waffenarsenal. Lager. Dein Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Solltest du zum Beispiel... Ja, was auch immer ich zum Beispiel machen kann. Ich darf es nicht wissen. Klamotten. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt aussehe. Das ist jetzt mein Problem. Ach so, es geht um Panzerung. Moment. Das ist aber mehr gepanzert, was ich eigentlich jetzt anhatte. Okay. Nee, doch. Habe ich das jetzt noch an oder habe ich das... Nee, jetzt ist das Rechte ausgerüstet. Jetzt ist das nicht mehr ausgerüstet. Muss ich jetzt irgendwie nicht verstehen, aber okay. 5,9, 5,4. Okay, also alles, was wir gefunden haben, ist eine schlechtere Panzerung als das, was wir vorher hatten. Na gut. Ausgerüstet. Die macht auch mehr Angriffe pro Sekunde. Das ist auch schon mal gut. Macht aber... Achso, der andere hat Chemieschaden. Der macht physischen Schaden. Kopfschuss ist gleich. Gottes Geschenk an das unveräußerliche Recht auf Selbstverteidigung. Ja, die Frage ist natürlich, habe ich denn überall unendlich Schuss drin? Ich hoffe mal ja. 63, die ist sogar noch ein bisschen besser. Nee, das ist aber auch... Kann ich denn nur eine mitnehmen? Das ist jetzt natürlich die Frage. Das steht jetzt hier nirgendwo. Ich denke mal ja. Schaden. 6 bis 8. Aber sehr viel weniger Angriffe pro Sekunde. Naja, gut, ist ja auch eine Schrotflinte, ne? Ach so, Moment. Diese beiden Kreise oben, kann das sein, dass ich mit denen unendlich Schuss habe, aber mit der habe ich nicht unendlich Schuss? Also vermute ich jetzt mal. Die würde ich gerne ausrüsten. Das war jetzt die... Nee, Chemieschaden. Oder sind das jetzt die drei... Ach, Moment. Sind das die drei, die ich ausgerüstet habe? Kann das sein? Unity ist ausgerüstet. Ist es nur Unity ausgerüstet? Nee, dann habe ich keine Ahnung. Tja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass das jetzt die gute war, die ich ausgerüstet habe. So, Klamotten habe ich so einige. Das ist die, die ich gerade anhabe. Kann ich mich aber anscheinend nicht... Doch, Moment. Das ist eine höhere Panzerung. 4,3. 5,9 sogar. Okay. Hab ich die jetzt an? Nee. Hä? 5,9. Das sind doch die, die ich jetzt ausgerüstet habe, oder nicht? Ausgerüstet steht aber drin 3,9.
Ich habe immer noch 3,9 ausgerüstet. Also irgendwie verstehe ich das hier nicht. Normalerweise sollte doch sein... Moment, Transfer? Ich transferiere dann nur irgendwie was mit, aber ich habe es dann nicht an, oder wie? Muss ich das verstehen? Das kann ich jetzt nach Hause reinsetzen. So. Das kann ich auch nach Hause reinsetzen. Das heißt... Nö. Ach nee, Moment. Rechts ist ja das Lager, links ist das Inventar. Ich bin auch so doof. Also, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das hier verstehe ich jetzt gerade so überhaupt nicht. Also, das tue ich jetzt ins Lager rein. So. Die sind noch besser, die sind schlechter. Die tue ich auch ins Lager. Die würde ich gerne anziehen. Ich weiß aber nicht so genau, wie ich sie jetzt anziehe. Kann man rechts klicken? Kann man auch nicht. Ich kann die nur ins Lager transferieren. So, das habe ich jetzt ins Lager. Dann habe ich die aber immer noch ausgerüstet. Also das ist irgendwie sehr unlogisch, muss ich sagen. Drei, das können wir auch ins Lager tun. 4,3. Was habe ich denn da ausgerüstet? Gar keins wahrscheinlich, ne? 9,9. Wieso steht da mehr Panzerung und da nicht? 4,3. Das ist auf jeden Fall besser. Das lasse ich hier. So, die Sachen hier würde ich jetzt gerne anziehen. Auch wenn der Hut scheiße aussieht. Ich verstehe aber irgendwie noch nicht so richtig. Also das habe ich jetzt definitiv im Inventar. Aber wie ich es anziehen soll, keine Ahnung. So, Aschenbecher. Ja, keine Ahnung. Das würde ich lieber nicht anfassen. Ich denke mal, die Sachen brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ja, Handfächer. Was soll man mit einem Handfächer? Können wir auch alles da reinlegen ins Lager? Karten, Schallplatten, stumpfes Skalpell. Wird wahrscheinlich auch nichts großartig sein. Was haben wir denn hier noch? Stellt Gesundheit her, das brauchen wir auf jeden Fall. Hydration, die Sachen müssen wir dann behalten, nehme ich mal an. So, und das ist dann quasi alles, nehme ich mal an. Ja, also wie gesagt, verstehen tue ich es immer noch nicht so wirklich. Ich habe die Sachen rechts jetzt im Lager, das verstehe ich. Aber warum ich die Sachen nicht anziehen kann, das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, das habe ich an, das ist okay. Weil unten steht nur Transfer. Und da steht nirgendwo was, dass ich die Sachen halt benutzen kann. Die Pistole hat aber anscheinend geändert. Also irgendwie, ich verstehe es nicht so richtig. Die Schuhe würde ich gerne... Kann ich das mit F vielleicht? Nee, dann wird das auch drüber geschoben. Also F ist das gleiche wie die linke Maustaste, okay. Ja, das verstehe ich leider nicht. Also falls ihr das Spiel selber spielt und das schon gemacht habt und verstanden habt, könnt ihr es mir bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich gucke mal eben Inventar. Ah, Moment, Inventar. Füße. Ah, okay. Kleidung haben wir noch nicht, ne? Also, ihr müsst es mir nicht in die Kommentare reinschreiben. Es sieht zwar jetzt total scheiße aus mit dem Hut, aber ich meine, gut, Hauptsache Panzerung. Gesicht, was soll man denn? Maske oder was? Ich habe keine Items für den Oberkörper. Wieso? Ich habe doch die Jacke behalten. Achso, die ist dafür. Überrasche deine Gegner mit einer hochkonzentrierten Dosis. Was für eine Dosis? Ausgefranstes. Ziehen wir mal an. Wie sieht das aus? Sieht scheiße aus. Aber okay. Ich meine, warum auch immer steht drin... Ach so! Ach, 5,9, 9,9. Ja, okay, man sollte vielleicht auch mal gucken. Ich hab's verstanden. Schnellzugriff, Kampfgadgets. Da ist auch nichts drin. Ja, so langsam kommt es.
Cyberdeck. Okay. Rucksack. Mhm. Die ist ausgerüstet. 53,7 Schaden. Ist auch so die beste, so wie es aussieht. Okay. Cyberware. Oh Gott. Keine Mods verfügbar. Aber ich glaube, das kann man hier auch nicht machen. Das ist die einzige Sache, wo ich mich mittlerweile darüber informiert habe. Das kann man wohl nur an speziellen... also in speziellen Gebieten beziehungsweise bei speziellen Typen machen. Was ist denn mit Itemherstellung hier? Aber ich hoffe mal nicht, dass wir da irgendwas herstellen müssen. Charakter? Was ist mit Charakter? Konstitution? Ah, wir haben wieder einen Vorteilspunkt und einen verfügbaren Attributionspunkt. Technisch? Coolness, Intelligenz. Schaden wird erhöht. Reflexe. Vernichtung. Stealth, Kampfmaschine. Itemherstellung, Techni. Ah, okay. Oh Gott. ja. Hackerhandbuch. Schaltet Schemata für das Herstellen von ungewöhnlichen Quick-Hacks frei. Quick-Hacks verursachen 10% mehr Schaden. Ermöglicht die Regeneration von Speicherkapazität im Kampf. Zeigt gegnerische Netrunner an. Das Neutralisieren eines Ziels, das von einem Quick-Hack betroffen ist, stellt sofort einen Speicherpunkt wieder her. Schemata für das... Also, ich denke mal, dass das wahrscheinlich am wichtigsten ist, weil wir das noch nicht haben. Also nehme ich das mal. Muss ich das gedrückt halten? Achso, okay. Das sind dann die Vorteilspunkte. Okay. Nee, dafür brauche ich aber auch Vorteilspunkte, ne? Massenverwundbarkeit. Nicht genügend Vorteilspunkte. Ja, okay. Gut, und die Attributionspunkte, die kann ich dann hier verwenden. Das heißt, Gegner entdecken dich langsamer. Ist bestimmt auch nicht schlecht. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte. Oh, das ist bestimmt nicht schlecht. Das nehme ich mal. Als erstes, okay. Ja gut, ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen komplett neu. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich gerade mache. Aber ist natürlich nicht schlecht. Da ist doch gerade irgendwas. Munition, Gewehre. Habe ich doch nicht unendlich Schuss? Oder ist das wirklich nur für die Gewehre? Weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich unendlich Schuss habe. Hm. Karten? Ach, das sind die... Nee, oder? Sind das jetzt die Karten, die ich jetzt gerade ins Lager getan habe? Wie kann ich jetzt mein Lager überhaupt wieder aufrufen? Hallo? Kommt kein F mehr. Doch, jetzt. Ah. So, Moment. Das will ich jetzt mal eben wissen. Karten. Nee, ich habe aber schon welche im Lager. Jetzt habe ich 2. Okay. Ja, gut. Ich dachte schon, ich habe das jetzt wieder aufgenommen, was ich jetzt hier gerade... da ist noch was. Wodka. Was bringt denn der Wodka? Ach, das ist okay. Gut. Ja, Wasser wird wahrscheinlich ähnlich sein. Also nehmen wir das mal beides mit. Na? Braindance-Veröffentlichung. Okay. Das ist wahrscheinlich dann ganz gut. Ja, dann würde ich jetzt mal einfach sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. War auch eine sehr, sehr lange Folge heute. Aber wir mussten uns ein bisschen umschauen, weil ich kenne das alles natürlich auch noch nicht. Dementsprechend muss ich auch erstmal schauen, was das ist und wie wir was machen müssen. Ja, ich verabschiede mich erstmal für heute und wir gehen dann in der nächsten Folge mit der Story weiter. Bis dann. Ciao.